Und schon sind wir wieder da. Ja. Und wir scharwelgen wieder in der Vergangenheit ein bisschen. Es kam dann, nachdem wir dieses wunderschöne Titelsong-Special und hatten und zu Gast in der Talker-Lounge waren, gab es diverse Interviews, die wir gemacht haben. Ja, das und ist immer so phasenweise bei uns. Ja, immer wenn man wenn sowas vor die Füße gefallen Folge ist. Ein, ja. Also eins ist mir vor die Füße gefallen, weil ich bei der Prima Vista-Lesung war, wo Olli Rohrbeck und... Ich hab's gleich. Detlef Bierstedt? Ja, genau. Detlef Bierstedt, danke. Ich dann ganz geplättet war, weil ich habe einen Text von mir hingelegt und Olli Rohrbeck hat einen Text von mir gelesen. Das fand ich da. Mhm. Ach, das war schön. Und dann habe ich ihn danach irgendwie einfach angequatscht und dann haben wir ein bisschen was aufgenommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das ist ja ein ganz netter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann hatten wir noch Boris Borschert von Orca e.V. Ich weiß gar nicht, ob es den Verein überhaupt noch gibt. Ich habe da schon ewig nichts mehr gehört. Und den Frank Kindermann vom Hörorkan. Guck an, damals schon. Ja, und dann Kai Schwind war dann auch mal tatsächlich als Interviewgast, das ist also das erste richtige Orcas-Interview mit Kai Schwind, der ja dann noch öfter zu hören war. Damals hatten wir ihn, weil er die Regie zu Phonophobia und auch das Skript, oder? Ja, mit Katrin Wiegand zusammen, ja, glaube ich. Und eine ganz wichtige Neuerung, der Orcast hatte den ersten Titel. Ein sehr schöner. Ja. Ganz ja, wir hatten ja auch 17 Folgen Zeit, uns zwar Gedanken zu machen. Das stimmt, da hat sich einiges angesammelt. Ja. Der höllische Vampir-Zombie-Frühlings-Podcast aus Bullabü-Gedöns. Ganz schön lang. Ist schon ganz schön viel drin. Ja. Noch ohne Gordon Bleu, aber mit Vampir-Zombies. Ja. Und weil wir ja so geil auf Interviews waren, haben wir auch noch ein Radio-Tatort-Special gemacht. Wir hatten damals in den Vor-Orcast-Zeiten schon mal ein Hörspiel-Special, als der Radio-Tatort anfing, für die Hörspielfreunde gemacht. Genau. Und dann hatten wir jetzt im Orcast, hatten wir das dann zum Anlass genommen und da nochmal dann 4 Jahre später mal drauf zu blicken, was ist denn aus dem Radio-Tatort geworden, und haben da unter anderem mit Eckhard Skorupa, der damals der Leiter oder quasi der Initiator und federführend beim Radio Tatort war, beim SWR. Und der hatte das Ganze in dieser Zeit dann an Holger Rink abgedreht von Radio Bremen. Den hatten wir dann auch im Interview. Und für den NDR Radio Tatort war Regisseur Sven Stricker dann bei uns im Orcast zu Gast, mit dem wir dann über die NDR-Tatorte geplaudert hatten, die er damals dann noch verantwortet hat. Genau. Und wir haben tatsächlich so grob über fast alle Tatorte nochmal gesprochen. Ja, stimmt. Über alle Ermittler. Das waren ja auch schon einige, also es waren ja auch schon so 40 rum, dürften das da ja auch schon gewesen sein, knapp. Ja, das war cool, das hat Spaß gemacht. Und da war schon wieder Hörspielarena. Ja, das war lustig. Ja, die zweite Hörspielarena in, das ist dann auch schon Köln, oder? Müsste es gewesen sein? Ja. War das nicht die, wo wir mit Traurig und Alt aufgetreten sind? Ich glaube, ja, oder? Müsste die sein, ja. Das war die, ja klar. Genau, da war hier Kieler Fraktion, Rohkost Hörspiele waren da, haben die genau. Drei Herren. Genau, stimmt, genau. Aufgeführt. Die saßen ja dann auch noch da im Publikum, haben mal zugeguckt. Weil und war, ja, Christoph Biasecki, mit dem hatten wir gesprochen. Weiß ich noch. Genau, Matthias Keller war da, hat auch live gespielt, genau. Mit Stefan Linden hatten wir da erst gesprochen, der kam da, ich glaube, das erste Mal auf, oder? So mit Lindenblatt Records, ich glaube, das war so der Einstand, ja. Ja, das war schon, und war schon schön. Ja, und dann, genau, Dennis Rohling, nicht zu vergessen. Nicht ja, und dann kam Ende des Jahres kam ja dann der Hund der Baskervilles und unsere erste Begegnung mit Bastian Pastewka, den wir dann zweimal im Interview hatten. Also einmal hatte ich ihn ja dann im direkten Interview an die Pressekonferenz, die ihr auch nochmal nachhören könnt im Orcast. Und danach hatten wir ihn ja auch nochmal in einem regulären Telefoninterview für den Orcast. Ja, und dann, ja, 2014 haben wir dann das erste, also nicht den ersten Jahresrückblick gemacht, aber den ersten Jahresrückblick mit live. Gewinner. Quasi, also nicht direkt live, aber aufgenommen. Ja, oder? Genau. Das war doch Leipzig, oder? Das ist genau. Live in Leipzig. Live in Leipzig. Ja, das war lustig. Auf der Buchmesse haben wir uns dann, ich glaube, eine Stunde oder so hingesetzt. Und genau, wir hatten einen Slot von einer Stunde und haben dann die Top 25 in Leipzig noch durchgehäschelt und hatten dann die 100 bis 25 hatten wir dann im regulären Orcast drin. Das hatten wir dann so als Live-Präsentation dann für Leipzig im Rahmen der Hörspielarena auf der Leipziger Buchmesse. Genau. Ich weiß noch, da haben wir irgendwie alles zusammengekratzt, was wir noch an Gewinnspiel-CDs hatten. Und da hat sich, glaube ich, jemand sehr gefreut, der richtig tatsächlich auf Paul Plumper getippt hat, war dann ganz verdutzt, weil er dann irgendwie den ganzen Batzen kriegt, das weiß ich nicht. Da war das, ja. Ja, das war 2014, 2015 haben wir es dann wieder gemacht. Und damals war dann die Schatzinsel, war dann da der Gewinner. Das war auch die letzte, wo wir es ausgekaspert haben. Genau, weil das Jahr drauf da war schon Publikum. Genau, da haben wir dann euch wählen lassen,
wir gesagt haben, uns ist das einfach viel zu viel Arbeit, macht ihr doch mal. Ja. Was sich bis heute bewährt hat. Ja. Großes Lob an euch. Ja, und immer da wieder. Und wir hatten in dieser Jahresrückblickfolge auch ganz viele Gäste dabei. Das haben wir ja am Anfang vergessen. 2011 haben wir noch mit Daniel von Hörspiel 3, den hatten wir da schon, da haben wir uns die Top-Hörspiele ausgekaspert. Und der war nämlich jetzt auch wieder in dieser Folge dabei. Oder war das da schon Daniel vom Orthead? Ich glaube, das war dann schon Blackie, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Doch, ich glaube schon. Das könnte schon sein. Und da waren dann auch so die ersten Gäste, die dann auch öfter mal zu hören werden. Also Markus von Hörspielsachen, mit dem wir jetzt auch das Orchett machen. Dann Daniel, ja, auch vom Orchett. Tragan natürlich, der auch heute noch immer mal wieder was von sich hören lässt. Ali und Patrick aus Österreich, dem wir jetzt auch schon leider ein paar Monate nichts mehr gehört haben. Meld dich einfach mal wieder. Macht es. Genau. Ach ja. Und dann haben wir mit der kompletten Ferienbande geredet. Stimmt, genau. Da war nämlich das große Dreier-Ding am Laufen. Genau, da kam die Dreier-Folge und die Live-Hörspieltour, die Ferienbande bricht den See, stand an. Genau, und da haben wir dann im Orcast 46, oh Gott, das ist schon schlimm, wie lange das her ist. Lange. Ja. Und mit der Cardigan haben wir dann auch nochmal gesprochen zu Old Firehand. Das war so die ersten Ohrenkneifer, die wir dann so, also beziehungsweise waren schon etabliert, also es ist nicht, ich glaube, Old Firehand war dann der erste Blutige Fährten, oder? Nee, wie hieß es? War, glaube ich, vorher. Der erste Western war Blutige Fährten, ja. Ja. Aber der erste Mai, doch, war das nicht der erste Mai? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Ja. Weiß ich bis heute noch, wo ich das gehört habe. Aber es kam nicht am 1. Mai, es kam irgendwann im Oktober. Ja, schlimm, ich weiß. Du hörst meinen tiefen Atem. Ja, ja. Es tut mir auch schon direkt leid. Und dann Ende des Jahres, apropos, es wird kalt, da hattet ihr dann das erste Mal die Wahl. Genau. Beziehungsweise, das hat ja dann ein bisschen gedauert mit dem Auseinanderklabustern, aber da haben wir euch das erste Mal aufgerufen. Wählt doch mal. Genau. Euer Hörspiel des Jahres. Sag mal, machen wir bei 2016, machen wir jetzt, also bevor wir jetzt ins Jahr 2016 genau. Anschicken, machen wir mal hier durch. Also, du hättest noch Post. Habe ich noch Post? Moment. Ach ja, hatten wir nicht. Wir hatten doch Johanna Steiner. Ne? Ja, genau, da haben wir doch die Rede von. Jetzt nicht in dem Blog, aber vorher war doch die Rede von Johanna Steiner. Gucke mal, Johanna Steiner hat uns auch was geschickt, das ist aber lieb. Ich drücke mal das Knöpfle. Hallo lieber Martin, hallo lieber Olaf. Hier ist Johanna Steiner und ich wünsche euch alles, alles Gute zu 10 Jahren Orcast. Wie krass seid ihr? Ich glaube, das ist sowieso meine zentrale Frage. Wie krass seid ihr? Wie habt ihr denn bitte die Zeit, alle Hörspiele zu hören? Ich frage mich das schon die ganze Zeit. Wann macht ihr das? Schlaft ihr nicht? Hat euer Tag irgendwie mehr Stunden als meiner? Es ist doch physisch unmöglich. Aber ich bin wahnsinnig gerne Nutznießer dessen. Ich muss sagen, dass ich das Interview, das wir eines Tages geführt haben, sehr genossen habe, weil ich mit sehr informierten, klugen Fragen konfrontiert wurde von euch und das hat mich sehr gefreut. Und ich muss auch gestehen, dass eigentlich fast immer, wenn irgendeine Produktion von mir erscheint, ich irgendwann ein paar Monate später mal stöbere, ob ihr die vielleicht besprochen habt. Und da ihr ja alles besprecht, habt ihr sie immer besprochen und ich bin immer gespannt, was ihr sagt und freue mich immer wahnsinnig über euer Lob. Und auch wenn mir völlig schleierhaft ist, wie ihr das macht, wünsche ich mir, dass ihr irgendwie weitermacht und wünsche euch alles, alles Gute für die nächsten 10 Jahre. Ach, dankeschön. Ja, vielen Dank. Das ist aber lieb. Liebe Johanna Steiner hat man damals auch ein sehr schönes Interview zu dieser fantastischen Arbeit dieser Rebecca Gablé-Romane rund um Jona und die nachfolgenden Generationen gemacht. Das sind ja Riesenschinken. Und das Ganze wurde dann als ungekürzte Hörspiele veröffentlicht. Ich glaube, das war jedes Buch, waren in 3 Hörspielteilen, also jedes Buch so zwischen 1500 und 2000 Minuten Hörspielumsetzung. Und das natürlich in einem riesen Ensemble mit, also sie hatte uns das ja dann auch sehr eindrücklich geschildert, wie sie das dann da, dass das ganze Büro mit irgendwelchen Spickern voll ist, um das Ganze logistisch überhaupt auf die Reihe zu kriegen, weil du hast ja die Sprecher nicht, wenn du sagst, heute nehmen wir mal Szene 3 auf, sondern
du hast ja den Sprecher da und nimmst dann alle Szenen in wahrscheinlich den 5 Büchern, die du schon vorbereitet hast, auf und musst das dann später auseinanderfriemeln. Also ein riesen Aufwand, ein riesen Ding und fand ich damals schon sehr beeindruckend, welcher Qualität dann abgeliefert wurde. Was mich tatsächlich noch mehr beeindruckt hat, war diese Detailverliebtheit dann, also dass sie dann quasi, wenn Feierabend ist, nochmal irgendwie guckt, wie denn so ein Ofen damals geklungen haben könnte und sowas. Also das ist schön, weil das ist auch das, was Hörspiel lebendig macht und was man dann einfach tatsächlich hört. Ja, Grüße. Vielen Dank für den lieben Gruß. Liebe Grüße, ja. Und wir sind Riesenfans, Johanna. Ja. Wie Oliver, ich finde, ich muss immer dann an Oliver Rohrbecks Aussage denken, dass sie, Johanna klingt so schön öffentlich-rechtlich. Finde ich so einen schönen Satz. Ja. Ja, zurück in November. Genau. Wir müssen mal irgendwie wieder in November kommen. Es gibt schon Leute, die unsere Historie nicht so viel am Hut haben, die einfach sagen, wo geht's denn endlich mal weiter hier mit dem Hörspielgeschäft? Jetzt. Sind ja hin zum Feiern da. Jetzt ist es soweit, weil es geht nämlich direkt. Wir steigen wieder beim 6. November ein, 23 Uhr bei HR2. Da gibt es eine Ursendung von Anita Gashemi Nasab, Rango Warang heißt das Ganze. Wie klingen Farben? Das erinnert doch auch wieder an Phonophobia. Ja, stimmt. Synästhesie. Dann zum Sonntag, 7. November. Da gibt es etwas zum Download, nämlich die Gruselstunde Nummer 11 bei Xanto Audio. Habe ich noch nie gehört. Ja, also vermutlich am 7. November. Die haben, wie die Zahl schon sagt, 11. Es gibt schon 10 Folgen. Die erscheinen doch in regelmäßigen, also jeden Monat gibt es eine. Der Termin ist nicht so ganz klar. Also man versucht immer Anfang des Monats zu halten. Meistens kommen sie sonntags, deswegen habe ich jetzt einfach mal den 7. November da mal angedacht. Also so um den 7. November rum wird die Folge 11 dann erscheinen und die könnt ihr dann bei Xanto Audio nachladen und hören. Muss ich doch mal reinhören. Ja. Oder habe ich da schon mal was gehört? Also die Homepage kommt mir jetzt doch bekannt vor. Na. Dann gibt es kein Mucks. Und zwar am Sonntag, den 7. November ab 18 Uhr bei Bremen 2. Ein Krimi-Abend mit Bastian Pastewka. Und darin das Hörspiel nach The Gordons, Blinde sehen mehr. Wir haben es schon erwähnt. Die RB-Produktion aus 1956. So rum. Ja, dann gibt es beim NDR Kultur eine Ursendung am 7. November. Brexit Blues von Jan Decker und das ist der dritte und abschließende Teil der Osnabrück-Krimi-Trilogie. Der eine oder andere wird sich an Fado Fatal und die kalte Sophie erinnern. Das waren beides Hörspiele von Jan Decker, die eben in diese Reihe reingehören und jetzt gibt es den dritten und letzten Teil. Brexit Blues heißt das Ganze. Steht schon zum Download zur Verfügung im Hörspiel, wie heißt es, in der Hörspielbox heißt es beim NDR. Dort könnt ihr es auch jetzt schon hören oder ihr wartet eben bis zum 7. November, da läuft es ganz linear bei NDR Kultur. Am Sonntag, den 7. November, gibt es eine Ursendung und zwar im WDR 3 um 19.04 Uhr Stadt, Land, Fluss oder die Konstruktion der Liebe von Lisa Sommerfeld, eine WDR-Produktion. Ja, von ihr war ja Dorfdisco, oder? Genau. Das war ja ganz von schön. Ihr und Wingsuit ist auch, glaube ich, von ihr. Wingsuit, und genau. Das war auch gar kein schlechtes Ding. Ja, und mal gespannt. Jetzt wieder was Neues in der Regie von Susanne Krings. Mal gespannt. Also 7. November, 19.04 Uhr, WDR 3 oder 23 Uhr, 1 live am nächsten Tag, am 8. November oder zum Download. So, dann am 7. November, 23 Uhr bei Ö1, das ist der Sonntagabend, gibt es etwas Künstlerisches und zwar nach Elisabeth Schimana und William Gibson, Fugen, fragmentarisch vernetzt in 13 Bildern. Dann am Montag, 8. November, 14 Uhr, gibt es im SRF1 ein sehr ulkiges altes Stück. Leiche im Park heißt es von Robert Lord. Die DRS-Produktion aus 1977, in der es um einen aufgefundenen Leichnam geht, wo die ermittelnden Beamten sehr lustige Methoden an den Tag legen, um die Zeugen zu befragen. Wenn man das aus heutiger Sicht hört, ist das schon, denken Sie sich, sehr schräg, what? Oder? What? Auf was für Ideen kommen die denn? Was ist das denn für eine was sind denn das für Ermittlungsmethoden? Es sind Ermittler, die gerne Agatha Christie lesen. Und die Leute da unter Druck setzen, völlig aus völlig absurden Motiven irgendwas rausspinnen. What? Also es war tatsächlich sehr unterhaltsam, das zu hören, aber man hat sich schon sehr oft an den Kopf gefasst. Ja.
Ja, aber lustig, also es ist ja 70er-Jahre-Charme, Ja. es ist so eine merkwürdige Mischung. Es ist einerseits total leicht, aber andererseits ist es auch ein sehr schlimmes Thema irgendwie. Ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr ernst und sehr, sehr böse. Also Das gerade in macht's diesem noch merkwürdiger. junger Mensch, der ermordet wird und das auch wirklich so einen ernsten Hintergrund hat. Und dann ist dann irgendwie so eine leichtgängige Ermittlung dabei, wo das so mit auch von den Kommissaren so total irgendwie so auf die leichte Schulter ist. Also es geht ja eigentlich nie um die Ermittlungen selber. Man tauscht sich nur um diese Agatha Christie-Romane aus und erst wenn man damit fertig ist, kommt man mal zu den Ermittlungen zurück. Genau. Also schon sehr, sehr, sehr komisch irgendwie. Aber tatsächlich schon unterhaltsam. Dieser arme junge Beamte, der dann immer auf seine Pickel angesprochen wird, sagt, Ja. what? Was? Habt ihr keine anderen Probleme? Ist in 70er Jahre. Gab es noch kein Body Also, Shaming. unglaublich. Und ja. Also, es ist echt, das war sehr schräg. Aber das hat einen Unterhaltungswert. Das Ja, kann man dem nicht absprechen. durchaus. Ja. Ja, am 8. November um 19:04 Uhr geht bei WDR3 auch eine kleine Hörspielreihe los. Preußen im Kopf heißt das Ganze, ist von Tom Peukert und wird in vier Teilen gesendet. Immer bei WDR3 um 19:04 Uhr von Montag bis Donnerstag. Gibt es natürlich auch zum Download und als Downloads wird es das Ganze auch in einer 3D-Fassung geben. Und wenn Timmy nicht gleich ruhig ist, drehe ich ihm den Hals um. Ach. Timmy heißt übrigens Casey, oder ist ja auch egal. Also, Kennst du ja. ja, ist ja auch Englisch, ne? Das ist ja, passt ja. Vermutlich, Und ja. Freunde sind doch auch Englisch, oder? Ja, stimmt. Ja. Preußen im Kopf. Es geht, wie der Titel schon vermuten lässt, um Preußen. Und Tom Peukert blickt auf die Historie zurück. Aufhänger ist ja das gerichtliche Verfahren um die Rückgabe der durch die Sowjets und DDR-Obrigkeit beschlagnahmten Güter, beziehungsweise schon beschlagnahmt, teilweise schon in der Weimarer Republik. Da blickt, oder beziehungsweise von diesem Ausgangspunkt blickt man dann zurück auf die Geschichte Preußens. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Staat und zu dieser Größe und ja, und dem besonderen Flair, was Preußen heute noch irgendwie umgibt. Das schafft man tatsächlich in diesem Hörspiel ziemlich gut zu transportieren. Mir hat es nicht so gut gefallen, dass es so ein bisschen zwischendurch so ein bisschen verschwurbelt im Sinne von verkünstelt wurde. Aber man hört sich tatsächlich rein und kann sich dann doch so nach der zweiten Folge ist man dann auch im Thema drin und versteht dann auch das Ganze drumherum. Also für meinen Geschmack hätte es ein bisschen geschmeidiger sein können, aber das Thema ist toll und ist auch letztlich wirklich viel drin zu dem Thema. Ja, auch ordentliche Portion Haltung, was ich auch da ziemlich gut finde. Kann man sich gerne anhören. Wie gesagt, es läuft ab 8. November in vier Teilen, jeweils 19:04 Uhr bei WDR3. Ja, dann ist es wieder soweit. Am Montag, 8. November, 21 Uhr auf Bremen 2 gibt's um 21 Uhr kein Mucks, den Bremen 2 Podcast mit Bastian Pastewka. Das sind irgendwie viele Bs und Ks und Ja, Zs das drin. ist ja ein Krimi-Abend. Donnerstag Podcast, sonntags und montags Krimi-Abend. Weil das ist ja Der Abend linear. zum Podcast. Genau. Dort zu hören sind Hörspiele und zwar sehr alte erstmal. Eine Radio Bremen-Produktion aus 1949 von Lucy Fletcher, Der Mann im Fahrstuhl, klingt nach einem schönen, alten, tollen Krimi irgendwie. So, vom Titel her auch. Genau. Und die wahren Fälle, das hatten wir ja schon divers, von Nikolai von Michalewski. Und da gibt es dann die Ausgabe Staatsfeind Nummer 1 zu hören, aus 1963. Genau, das ist noch ein Nachklapp quasi, weil im Podcast war das schon in der zweiten Staffel drin und jetzt geht das auch nochmal linear ins Radio, um die Stunde voll zu machen. Ja, dann bleiben wir beim Montag um 22:03 Uhr gibt es beim Deutschlandfunk Kultur einen neuen Krimi als Ursendung mit natürlich Downloadmöglichkeit. DLF Kultur hat ja hat einen Krimi-Podcast ins Leben gerufen und bietet darin jetzt ausgewählte Krimis zum Download an, also mehr als man es vorher hatte. So ganz, naja, sagen wir mal, man hat einen eigenen Krimi-Podcast, um es mal neutral zu sagen. Ja, es gibt also einen neuen Krimi und zwar das Hörspiel Mönche von Lars Werner. Ist eine neue Produktion. Janine Lüttmann hat es regisiert und ja, man darf gespannt sein, was einen da erwartet. Die DLF-Krimis sind ja immer sehr, sehr gut, zumindest in letzter Zeit. Kann ich mich da nicht beschweren. Jetzt kam ja aktuell so ein Achtteiler, ne?
Den habe ich mir auch heute. Ich habe ihn runtergeladen, ich habe ihn noch nicht gehört, aber vielleicht bis zum Rückhör habe ich vielleicht einen, habe ich ihn vielleicht durch. Mal gucken. Das klang nämlich alles sehr interessant. Ja. Ja, dann kommt ein von uns auch schon bepriesenes Hörspiel nochmal von Ferdinand von Schirach. Ist kein Wunder, dass wir das bepreisen, denn alles, was irgendwie von ihm kommt, ist zumindest auf jeden Fall interessant und so interessant, dass man das eigentlich hören sollte. Rein thematisch schon. Ab Dienstag, den 9. November, im Handel beim Hörverlag, nämlich Ferdinand von Schirach, Gott, das Theaterstück, das dann eben auch als Hörspiel umgesetzt wurde. Und das hatten wir euch ja vorgestellt. Ist jetzt die Frage, ob es als Hörspiel auch notwendig gewesen wäre. Da kann man drüber streiten. Aber auf alle Fälle ist es rein thematisch natürlich hoch, hoch, hoch interessant. Mhm. Denn es geht um ja einen Mann, der sterben will. Und nicht darf. Und nicht darf, genau. Ja, und ja, wirklich, wirklich ein gutes Stück. Also wie gesagt, wir haben es ja schon bepriesen. Und ich kann da nur nahtlos ansetzen, das ist wirklich sehr, sehr herausragend und ein wirklich gutes Ding. Mhm. Apropos, ja, gutes Ding. Apropos, gutes Ding. Ein gutes Ding von Sting. Na. Ja, schlechte Wortspiele kann ich. Mhm. Ja, es gibt eine Gurkenbox in einem wunderschönen Grün gehalten. Tod unter Gurken Teil 1 und 2. Die SWR-Produktion aus dem Jahr 2017 bzw. 2019 wird auch in einer Box beim Hörverlag erscheinen, wie schon Tod unter Lametta. Gab es ja auch, ich glaube im letzten Jahr war es, gab es die ja als Compilation und jetzt auch beide Fälle in einer Box. Die beiden wunderbaren Abenteuer mit dieser großartigen Besetzung, mit eben dem Autor Kai Magnus Sting, mit Bastian Pastewka, Jochen Malmsheimer und Annette Frier in allen Rollen. Und das ist wirklich wunderbar. Ja, und vor allem, dass man auch mit Teil 2 nochmal so einen Granatenteil 2 nachgelegt hat. Also das ist schon der Hammer. Dass das eben nicht nur ein müder Abklatsch der 1 ist, sondern tatsächlich nochmal ganz neue Schubladen aufmacht. Ja, solltet ihr euch dringend gönnen, der Hörverlag bringt das vollkommen zurecht nochmal auf CD. Ja. Ach Mensch, guck, ich habe Post gekriegt. Du hast Post gekriegt? Ja, hier ist, ja, so ein Zufall. Reingeflattert. Unglaublich. Ach, als ob er es geahnt hätte. Ja. Soll ich mal den Stick reinpacken? Ja, so, pack mal den Stingstick. Ich drück aus Knöpfle. Wo wollen die das denn hinstellen? Was wie im Internet? Immer Internet. Kann man das nicht wie früher auf Schallplatte? Was? Und ich weiß überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Nein, ich will das nicht. Was? Zahlen die was? Ach so. Ja, jetzt, der muss das gleich sagen. Läuft das denn schon? Läuft das? Hallo? Läuft das? Ich habe keine Ahnung. Soll ich einfach sprechen? Ich kenne mich mit diesen neumodischen Dingern überhaupt nicht aus. Also ich mache das jetzt. Hallo, hier ist Kai Magnus Sting und ich gratuliere dem... Wie heißen die jetzt? Also, ich... Hallo! Hallo, hier ist Kai Magnus Sting und ich gratuliere dem Orcast ganz recht herzlich zum... Wie sagt man das schon? Ja. Okay, also, Orcast, so. Hallo, hier ist Kai Magnus Sting und ich gratuliere dem Orcast ganz recht herzlich zum 25, was? Die machen das erst seit 10. Ja, aber es fühlt sich an wie 25. Ja, gut, dann mach ich das nochmal. Das müsst ihr aber schneiden. Das kannst du ja so nicht senden. Also, hallo, hier ist Kai Magnus Sting und ich gratuliere dem Orcast ganz recht herzlich zum 10-jährigen Jubiläum, Geburtstag. Alle, die Hörspiele hören, die hörspielbegeistert sind, für die ist Orcast am Puls. Der Hörspiel hat doch gar keinen Puls mehr. Das ist doch, die sparen sie überall tot, die öffentlich-rechtlich, was? Ja gut, ich mach's ja. Also, ist der Orcast am Puls ist ihr Ohr, Orcast, hat ihr sein, hat das sein oder ihr? Der Orcast hat sein. Seit 10 Jahren hat der Orcast sein Ohr am Puls des Hörspiels. Wenn einer Ahnung hat, wenn einer Bescheid weiß in Sachen Hörspiel, dann sind das Michael, was? Martin und, Gott, der andere. Und hören sich für uns durch die Wüste und die Landschaft, die Prärie des Hörspiels. Zwei einsame Reiter auf dem Weg zum Hörspieluntergang, zum Sonnenuntergang und halten die Fahne des Hörspiels hoch. Hörspiel hat gar keine Fahne, ne? Das ist ja egal. Ja gut, ist egal.
Ich gratuliere euch und wünsche euch alles Gute für die nächsten 5, 10, für die nächsten. Ach, macht doch, was ihr wollt. Ich weiß ja, ja, eure Favorität. Herzlichen Dank. Hat uns sehr gefreut. Ja, es ist. Ach, schön. Ja. Es ist eine spezielle Art. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Das ja. macht das so toll, weil diese Gruppe halt auch so gut zusammenpasst mit dieser Form des Sprachwitzes und dieses ganz speziellen Humors. Malmsheimer zum Beispiel. Mhm. Das ist irgendwie eine so schöne Gemengelage, was diese Hörspiele auch so toll macht. Chapeau. Ja, und wenn ihr mal Gelegenheit habt, Sting live entweder mit einem Hörspielauftritt oder eben auch Solo zu sehen, tut euch das an. Das ist wirklich so hackenlustig. Der Mann ist so gut und hat immer, wenn er mit Hörspielen unterwegs ist, immer ein großartiges Ensemble dabei. Egal wer es ist, da ist ja von Fenske über Busse, Ekenga ist schon live dabei gewesen. Also das ist immer toll und immer ein Ohr wert und ein Auge wert in dem Fall dann auch. Und macht das, stürmt in die Bude ein. Ja. Ja. Dann macht's diddeln. Es ist November, der 10. ARD. November, 20.05 Uhr auf BR2, die Ursendung des neuen Radiotatorts. Die 161 heißt Nur Du und kommt aus der Feder von Sabine Stein. Daher wisst ihr, es ist ein NDR-Tatort. Genau. Ja. Da sind wir doch mal gespannt. Ja. So, wir springen in den Handel. Am Donnerstag, den 11. November, geht es schon los bei Kittings. Ich vermute mal, dass das auch noch so ein Platzhalterdatum ist, dass es wahrscheinlich eher der 12. November ist und man sich da irgendwie so ein bisschen im Kalender verschwurbelt hat. Also, wie gesagt, kann auch sein, dass es einen Tag später kommt. Die 5. Folge der Karlsbande, das Kuddelmuddel-Weihnachtschaos. Donnerstag ist der neue Freitag. Genau. Ja, von Stil. Das ist schon lustig. Ja. Ich habe mir mal eine angehört. Und? Das ist schon Special Interest, ja. Es ist aber, man kann es tatsächlich anhören. Es ist nicht so schrecklich, wie es auf den ersten Blick aussieht. Es ist okay, es ist Stil dahinter. Das heißt, rein vom Hören her funktioniert das schon. Mhm. Und die Geschichten sind auch okay, sage ich jetzt mal. Ist halt schon alles sehr an den roten Haaren herbeigezogen. Mhm. Die waren ja jetzt unheimlich viel im Kinderbereich. Ne? Das ist ja. Ja, sie haben ja damals, war damals zumindest eine meiner Lieblingsserien mit Opa Dracula. Die fand ich so cool. Kennst du das? Die hätte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Also nur im Namen nach. Das fand ich großartig damals. Mhm. Total lustig. Also das haben sie schon früher gemacht, ja. Mhm. Ja, und Huibu machen sie ja auch fantastisch. Immer noch. Ja. Sind sie doch immer noch, oder? Ja, ja. Ja, da kommen wir später auch zu. Ja, unbedingt. Auch frisch gehört. Es bleibt beim Donnerstag neu im Handel. Diesmal wahrscheinlich tatsächlich an dem Tag, weil Holisoft veröffentlicht, wann es gerade lustig ist, weil die haben ja ihre Hörspiel-App und können die natürlich füttern und sind nicht auf irgendwelche festen VÖ-Termine angewiesen. Die letzten Helden, die Folge 15.7 kommt raus. Das ist auch irre bei dieser Serie. Der Bund des schwarzen Gottes heißt das Ganze und ja, wie gesagt, ab 11. November ist das Ganze hörbar. Gibt's da jemanden, der noch durchblickt? Nein. Nein. Okay. Nein. Ja, ich vermute mal, selbst bei Holisoft hat man wahrscheinlich da schon, so wie bei Gabriel Burns, glaube ich, irgendwann hat man da einfach, macht man nur noch. Mach einfach, ja. Ja. Es gibt ja jetzt, es kommt übrigens, apropos die letzten Helden, noch ein Spin-off. Okay. Den unter anderem Paul Burkhardt sitzt da dran. Aha. Habe ich die Tage gelesen, ja. Ja, also, das ist so große Welt und ich weiß ja noch, damals fand ich das nur so bedingt interessant und sich da nochmal reinzuknien, ich weiß nicht, vielleicht sollte man einfach mal eine Folge hören, aber irgendwie. Ja, vielleicht wenn mir diese Spin-off kommt, wenn das ja so ein neuer Kosmos ist oder neue Sequenz ist, dann ja. Wäre eine Idee. Ja. Naja, und Donnerstag, um mal wieder auf die Spur zu kommen, gibt es auch wieder einiges an Podcasts. Zum Beispiel der SR hat die nächste Folge, die 10. Folge von Human Minded wieder im Programm. Und auch Bastian Pastewka legt wieder nach bei Bremen 2 mit dem Krimi-Podcast Kein Mucks. Da ist dann der Mann im Fahrstuhl zu hören, der am vergangenen Montag dann ja im Radio lief. Den gibt es dann jetzt ab Donnerstag eben zum Download. Mystery Shock. Das klingt wirklich gut, da freue ich mich. Dann, apropos Mystery Shocker, am Freitag, den 12. November, ist es dann soweit, einiges im Handel. Dark Trace unter anderem eine neue Folge, die Folge 10, Glückwunsch.
Straßen des Feuers mit Lecker Herz auf dem Cover. Ja, und auch noch recht alte Aufnahmen, weil immer noch Helmut Krauss dabei ist. Aber schön, dass es dann doch immerhin irgendwann nochmal kommt. Das ist ja ganz gut. Ja. Und es sieht ja auch ganz gut aus, weil die Folgen 8 und 9 kamen ja auch unlängst. Also schön, dass es da weitergeht. Ja, für die Fans, also mir sagt das nicht so zu, muss ich sagen. Ja, mir sind die Charaktere zu eindeutig. Meins ist das ja sowieso nicht mit Hardboiled, das ist ja nicht schon noch nie. Die Eier meinst du? Genau. Ja, die drei Senioren. Ich muss ja ein bisschen nachlegen. Was musst du denn nachlegen? Ja, bei den schlechten Worten. Beim Gag-Feuerwerk. Ja. Jux und Gags auf allen Decks. Mach ich da nur. Ja, unsere Hörer haben es verdient. Nur das Beste zum Jubiläum. Um es wertfrei zu sagen. Ja, die drei Senioren, da geht's auch weiter. Die Folge 9, der rosarote Löwe, kommt bei Contento Media ebenfalls am 12. November. Ah, da geht's dann nach Spanien. Interessant, interessant. Ich freue mich sehr. Dann, ebenfalls interessant, eine neue Folge der schwarzen Serie. Da stellen sich ja auch die Lauscherchen immer auf. Folge 19 heißt Fünf Finger. Ja, und Inspektor Lestrade kehrt auch zurück. Die Folge 13, Faksimile der Angst, heißt die Folge und erscheint bei Fritze Records. Auch schön, da gab es ja auch irgendwie eine Pause und jetzt scheint es ja auch wieder zu laufen. Das ist gut. So, ebenfalls am Freitag gibt's Neues von Phileas Fogg, die neuen Abenteuer. Die Folge 29, die Verschwörung bei Maritim natürlich. Ja, und auch bei Larry Brand gibt's was Neues. Die Folge 44 bereits, Medusas steinerne Götter bei der R&B Company. Mörder heißt das Gleiche. Ach so, was hatte ich gesagt? Mythologie, Götter. Ach, Götter. Ja, ah, komisch denn. Ja, wahrscheinlich Medusa. Und, ja. Ist doch eh das Gleiche. Ach, ja. Stimmt. Es ist vor allem, es ist ja auch einmal kein Gordon Bleu. Ja. Es ist nur Larry Brent. Nur Larry Brent. X-Ray schießt mich tot. Ja. Schlaue Vierfalten-Jubiläum 25. 25? Wann um alles in der Welt ist das denn passiert? Ist das die am schnellsten wachsende Serie ever? Kann das sein? Die gibt es halt auch schon lang tatsächlich. Ja. Echt? Mhm. Also relativ. Wir haben die gestern angefangen. Weiß nicht. Da haben wir, ach Mensch, ja stimmt, da haben wir neulich im Urlaub mal eine Folge gehört, die gar nicht mal so schlecht war. Mhm. Da ging es um Dschungellandschaft und irgendwie sowas. Okay. Und ein Indio-Volk, das ja halt schon sehr stark gut böse, relativ eindeutig, aber ist halt für Kinder gemacht. Also fand ich voll okay. Meinem Kind hat es auch gefallen. Mhm. Ja, Folge 25 kümmert sich um Medien, vom Buchdruck bis zum Internet. Das ist auch spannend. Dann wird es einige Fans der Reihe Takimo sehr freuen, dass es da auch eine neue Folge gibt. Und zwar am 12. November erscheint Folge 35 mit dem Titel Tiefe. Ja, mich? Mich freut sehr. Dich freut es vor allem. Ja, doch. Das ist sehr schön. Das ist ein Fest. Dann gibt es etwas Neues bei Hamann Media. Mal wieder eine neue Serie. Ja, sie heißt The End, Episode Tag 01, Genesis. Ist das quasi der Nachfolger von Welt am Abgrund? Kann gut sein. Nee, Deutschland in 10 Jahren. Mit absoluter Mehrheit regiert die Kanzlerin. Interessant. Also ein nahes Ende quasi. Ja. Sind wir mal gespannt. Geht das auf? Dritte Legislaturperiode? Na, jetzt nicht mehr, oder? In 10 Jahren? Ja, doch. Also wenn man noch schnell noch eine Kanzlerin schnitzt. Ach so. Würde es hinhauen. Hm. Wobei ich sehr dafür bin, dass endlich mal ein Bundeskanzler Olaf heißt. Nur des Namens wegen. Genau. Ja. Sonst. Der Verbrecher, der. Ja. Oh, darf man das überhaupt sagen? Wir senden ja, ne? Muss man ja auch aufpassen. Ja. Jetzt kriege ich bestimmt irgendwie so ein Brechmittel zugeschickt, das ich einnehmen muss. Kann gut sein. Oder die Polizei durchsucht. Obwohl, du hast ja nicht gesagt, dass er ein Pimmel ist. Du hast ja. Nein. Er hat einen. Geh ist mal das mal auch schon schlimm? Weiß ich nicht. Oh, jetzt ist hier dünnes Eis. Ja. Wie meine Tochter sagen würde, ganz glattes Eis. Sehr schön. Ja. Ach, ja, uns aber hört ganz glattes Eis. Es gibt eine Sonderedition von TKKG. Ja. Schreckliche Weihnacht überall. War das letzte Jahr, wo die ganz okay waren? Nee, das waren die drei Fragezeichen, ne? Mit der Weihnachtsfolge. Da in den Bergen, in der Skihütte. Das war die Skihütte, war das mit den drei Fragezeichen? Bestimmt, die war gar nicht so schlecht, ja. Das stimmt. TKKG habe ich gar nicht auf dem Schirm vom letzten Jahr. Da gab's bestimmt auch einen Adventskalender. Den ich dann aber bestimmt fürchte auch, ja. Ja. Es gibt ja, also mittlerweile gibt's ja von allem. Es gibt, glaube ich, nicht sogar Huibu dieses Jahr. Was? Ja, es ist ganz viel. Ganz, ganz viel Grausames. Wird so wirklich so viel mehr gekauft über Weihnachten? Ist das anscheinend. So? Also es kam jetzt im Oktober, kamen jetzt schon 2 oder 3 raus bei Europa. Ich müsste mal gucken. Ich glaube, 3 Ausrufezeichen, 3 Fragezeichen Kit. Ja. Von den großen 3 Fragezeichen habe ich jetzt gar nichts gesehen bisher. Kommt vielleicht noch. Ja, wer weiß. Mal gucken. Lass mal Januar werden. Hm. Ja.
Ja, Winnetou, da geht's auch weiter. Winnetou 2 bei All Ears, die Serie von Peck aus dem Jahr 1974, da erscheint die zweite Folge Die Festung. Ja, dann ein sehr, sehr gutes Hörspiel von Mike Bartlett. Nach Wien heißt es, eine DRS-Produktion aus 2010, wird gesendet am 12. November, 20 Uhr im SRF1. Das solltet ihr doch dringend anhören. Oh ja, das ist toll. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz starkes Stück mit nur zwei Schauspielerinnen, die aber das so großartig machen, das so in eine Spirale reinführt, das ist wirklich, ja, einem den Atem raubt. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Hören, hören. Ich höre bis heute noch das Emma. Stimmt, genau. Das halt immer noch nach. Ja. Damit gehen nämlich immer die Gespräche los zwischen den beiden. Ja, schön. Ja, dann eine Ursendung am Samstag, den 13. November, 14 Uhr bei Ö1. Da gibt es was in Dolby Digital 5.1 Surround Sound. Und zwar das neue Hörspiel von Peter Kaiser nach Hesuit und Johannes von Patmos. Nur kurze Zeit noch zwischen Theogonie und Mythos Apokalypse. Warum habe ich denn so komische Titel heute? Ich frage dich jetzt nicht, was Theogonie ist. Das Wort habe ich noch nie gelesen. Doch, ich. Das hatten wir das nicht. Es gibt irgendein Hörspiel, was das auch im Titel hat. Komme ich da jetzt noch drauf? Ach so, das ist ein Werk von Hesiod. Okay, so heißt das. Aber einfach. Ist es vielleicht ist genau, vielleicht gab es das als Hörspiel. Das ist die Entstehung der Welt und der Götter in der Abfolge ihrer Herrschaft geschildert. Das klingt irgendwie sehr von mir aus dem Verschwörungstheoretiker-Buch. Das hat irgendwie was von Akte 88. Da haben sie doch auch hier die ganzen Herrscher im Universum und ihr Verwandtschaftsverhältnis. Ja, jetzt wissen wir, wo sie es her haben. Ja, wahrscheinlich. Hesiod hat es geschrieben. Guck an, dieser Hesiod. Ja, dann gibt es eine Ursendung im HR2 und zwar am Samstag, 13. November, 23 Uhr, Hessen hören aus der Reihe, die Folge 43, Transportwege im Speckgürtel von Joshua Weitzel. Ja, und noch eine Ursendung am Samstag, den 13. November, ebenfalls um 23 Uhr, diesmal aber bei SWR2 in diesem neuen Sendeplatz Event, heißt es glaube ich, da gibt es das Hörspiel Hiobs Verstummen von Christoph Korn. Ja. Dann eine weitere Ursendung im RBB Kulturradio. Am 14. November geht es los um 14 Uhr. Da gibt es den ersten Teil von Caro ermittelt. Der erste Fall der Cybercrime-Strudel. Ja, und habe ich tatsächlich schon gehört, weil das Ganze gibt es nämlich schon als Podcast zum Download. Und nicht nur das, sondern auch direkt den zweiten Fall, der gleich nochmal ein paar Teile mehr hat. Der hat nämlich, ich will nicht lügen, ich glaube 12 Teile. Und hier der erste Fall hat 3 oder 4. Jetzt bin ich schon überlegen, ich glaube 3 sind es. Ja, 3 und der zweite Teil, der kalte Onkel, heißt der zweite, hat 12 Teile und Fall 1, Cybercrime-Strudel, eben 3. Es geht darin um Caro, die als Hobbymittlerin unterwegs ist und ja, eine Mail bekommt, die vielleicht der ein oder andere auch schon mal bekommen hat, wo es darum geht, dass man eine Erbschaft in Afrika gemacht hat und jetzt müssten nur noch ein paar Gebühren bezahlt werden, damit diese Summe auf dem eigenen Konto zwischengeparkt werden kann. Kennt man ja, du Kind des Glückes. Ja, und Caro macht sich dann auf die Suche und versucht, diese Gaunerei aufzudecken und möglichst weit das zu enttarnen. Und ja, es tut sich dann da auch einiges. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Es hängt so zwischen Hörspiel, True Crime Podcast, ja, Real Podcast, so irgendwo überall dazwischen. Es ist nicht ein Genre hundertprozentig abgedeckt. Es ist alles so ein bisschen, aber es macht tatsächlich riesigen Spaß, dazu zu hören. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das war sehr frisch, das war sehr modern. Dürfte dem einen oder anderen durchaus gefallen. Also könnte ein Tipp wert sein. Ich freue mich schon auf den großen 12-Teiler. Also das klingt auch alles sehr gut, weil auch da plötzlich so Namen wie Hans-Christian Ströbele auftauchen. Also da geht es wohl auch in eher die reellen Ecken. Ja, fand ich eine sehr interessante und originelle Idee. Cool, ist notiert. Ja, dann gibt es ja am 12. und 13. November in Karlsruhe die ARD-Hörspieltage. Und da wird ja ein Gewinnerstück ermittelt. Und dieses Gewinnerstück sendet der SWR 2 am Sonntag, den 14. November um 18.20 Uhr. Genau. Und eine Ursendung wird es ebenfalls am Sonntag, den 14. November geben, um 19.04 Uhr bei WDR 3. Dort läuft das Hörspiel Ich kann dich hören von Katharina Mewissen. Ja,
dann ab ins Radio der alten Schule. Mhm. Ein Van Dusen gibt's zu hören. Und zwar im Deutschlandfunk Kultur um 22.03 Uhr am Montag, den 15. November. Der wundervolle Michael Koser hat ihn natürlich geschrieben. Wer stirbt schon gerne in Monte Carlo? Die Rias-Produktion aus 1980. Und wie alle Van Dusens, ein Schaltbefehl. Wer ihn noch nicht kennt, der hat was verpasst und kann das hier nachholen. Und sollte das tun, denn dann ist es immer herrlich unterhaltsam. Ja, unbedingt. Dann ab in den Handel am Dienstag, den 16. November. Da wird es was Neues geben bei Lübbe Audio. Und zwar erscheint Gregs Tagebuch. Ausgabe 16 ist das auch schon mit dem Titel Volltreffer. Das ist ja auch irre, wie lange es das auch schon gibt. Da kommt jedes Jahr ein Buch raus. Das heißt, es gibt seit 16 Jahren. Müsste der nicht schon längst erwachsen sein? Das ist ein bisschen das Drei-Fragezeichen-Phänomen. Ja. Ich weiß, meine Kinder, die haben das geliebt. Die fanden das beide absolut super. Das ist so eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die beide haben, was sie beide mochten. Okay, spannend. Ja. Am Mittwoch, den 17. November, 20 Uhr am Ende der Kultur, gibt es eine Ursendung. Und zwar das Hörspiel Momentum nach David Vaughan. Das ist eine NDR-Produktion, gibt es dort zum ersten Mal zu hören. Genau, und wer nicht warten will, das Ding gibt es auch schon seit Ende Oktober zum Download. Der NDR ist ja da immer sehr, sehr früh mit Download oder Online First. Ja, ebenfalls Mittwoch, 17. November, gibt es bei Bayern 2 die dortige Ursendung, also beziehungsweise die Erstsendung, von Alice, den ersten von vier Teilen, ein Hörspiel nach Feo, Frank. Das Ganze ist das, was wir eben schon mal so kurz angeteasert haben, worauf wir uns freuen. Mhm. Beim Deutschlandfunk gab es das nämlich auch als Achtteiler. Der BR sendet das gleiche nur als Vierteiler, aber wie gesagt, gleiche Hörspiel. Und das Ganze könnt ihr jetzt auch schon downloaden. Bei Deutschlandfunk Kultur ist das als Podcast erschienen. Wer noch bis 17. November warten möchte, da gibt's das Ganze dann auch im Hörspielpool bei Bayern 2 und im dortigen linearen Radio. Ja, dann geht's bei Human Minded auch schon wieder weiter mit Folge 11 ab Donnerstag von Christian Chang Langhorst und Sokrates Evangelidis. Genau, und dann kein Mucks ist auch wieder am Donnerstag, den 18. November. Der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka bringt diesmal den Fall, der Fall John Vollmann, auch wieder aus der Reihe Die wahren Fälle. Hat man da auch nochmal ein Stück rausgesucht, das so ein bisschen einsteigt. Also es geht ja in diesen wahren Fällen immer so um so besondere Kriminalfälle, die so als Meilensteine gelten oder als besonders sind. Und hier ist dann so das erste Mal, wo das Thema Forensik eine Rolle spielt und ein Täter überführt wird aufgrund von Haarproben, die man damals noch nicht so als direkten Beweis, also weil man ja eben in der Wissenschaft noch nicht das so weit hatte, dass man das als Beweis anerkennen könnte, aber es dann doch Möglichkeiten gibt, durch Ausschluss das Ganze dann zu drehen und dann diesen Fall eben zu lösen. Und das ist aufgrund dieser historischen Tatsache tatsächlich sehr interessant. Es ist sehr schön aufgearbeitet. Nikolai von Michalewski, da muss man ja nicht viel zu sagen. Der hat ja wirklich ein Händchen, Stoffe wirklich gut an den Mann zu bringen und ins Ohr zu treiben. Und auch das ist hier wieder der Fall. Also von daher, dicke Empfehlung von mir, hört euch das gerne an. Wie gesagt, es läuft ab 18. November im Podcast bei Bremen 2. Ja, dann gibt es ein Live-Hörspiel zu hören am Donnerstag, 18. November um 20.04 Uhr im SR2 zur Eröffnung des Festival Primeur. Und zwar wird dort dann live gespielt Der Gestank der Welt oder Paarungstanz ist eine tote Sprache von Caroline Belise. Würde ich sagen. Ja, das ist dann ist ja auch so eine langjährige Übung. Der SR bringt ja immer dieses Live-Hörspiel zur Eröffnung dieses Festival Primeurs und produziert das gleiche Hörspiel dann später nochmal als Studiofassung. Ich denke mal, das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Und ja, darf man sehr gespannt sein drauf. Ja, dann eine Radioempfehlung möchte ich euch noch für den 18. November mitgeben. Deutschlandfunk Kultur sendet dort um 22.03 Uhr das Hörspiel Föhrenwald von Michaela Melian. Ein ganz tolles Stück über ein jüdisches Ghetto nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, was heißt Ghetto? Es ist also nicht als Ghetto angedacht, beziehungsweise
nicht als solche bezeichnet worden, aber faktisch ist es das und es zeigt ja, dass auch nach dem Krieg in Deutschland Juden noch immer einen schweren Stand hatten oder gerade zu dieser Zeit einen schweren Stand hatten. Ich meine, heute ist es ja auch leider nicht anders und es ist eine sehr bewegende Story, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und offenbar nicht nur mir, denn das Stück hat auch den Hörspielpreis der Kriegsbin gewonnen. Er wurde Hörspiel des Monats und auch den ARD Online Award hat es abgeräumt. Also von daher könnt ihr euch nicht nur auf meine Meinung verlassen, sondern das fanden auch andere gut. Wenn ihr es auf CD genießen wollt, es gibt es auch bei Intermedium Rec, ist es auch erschienen. Dann öffnet der Handel seine Pforten und was tritt hindurch? Eine neue Produktion aus dem Wolfie Office und zwar Blaues Herz, der erste Teil von Thomas Plum und das hat Thomas Plum geschrieben und erstmals auch regisiert, wenn ich das, also es ist quasi sein Debüt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und worum geht's denn hier? Da geht es um einen Kommissar, der im Ruhestand ist, den Hans Berg, der ein Problem hat und zwar seine Frau ist in Kur. Und da scheint irgendwas merkwürdig zu sein, denn er ruft dort an, um mit ihr zu sprechen. Sie geht nicht ans Telefon und ja, er lässt sich dann nicht abwimmeln und seine Frau erzählt ihm dann etwas, was ihn dazu bringt, dass er sofort seine Sachen packt und dorthin fährt, relativ weit. Ja, er wird dann noch gewarnt vor Wetterkapriolen und so passiert's denn auch. Er wird eingeschneit, eine Lawine erwischt ihn und er schleppt sich dann mehr oder minder bis zu einem sehr imposanten Haus, wo man erstmal nicht so genau weiß, was das ist. Dieses Haus entpuppt sich dann als ein Mädchenpensionat, Pensionat? Pensionat? Pensionat. Ein Mädchenpensionat. Lindenhof, nein. Nein, es ist eher ein Krimi. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Dort wurde er empfangen von einem, ja, etwas, vielleicht am Anfang ein bisschen zwielichtigen, aber eigentlich ist er dann ganz sympathisch. Menschen, der so eine Art Hausmeisterfunktion dort einnimmt. Ja, und das Ding ist quasi leer. So ein paar Schülerinnen sind noch da. Alle anderen sind quasi zu Hause. Also leeres, großes Gebäude. Alles ein bisschen merkwürdig. Die Telefonleitung funktioniert nicht. Dann kommt noch die Leiterin hinzu. Man hat also so ein paar Personen. Und was passiert? Tja, ein Toter. Richtig. Wie sie es gehört. Es stirbt jemand. Alle verhalten sich, sage ich mal, so ein bisschen merkwürdig so im Umkreis dieses Toten und lassen so Halbsätze fallen und machen so komische Andeutungen. Und also jeder scheint irgendwie ein Motiv zu haben. Und dann ist die Folge aus. Ja. Weil ist der erste Teil. Ich glaube, es ist ein Vierteiler, soll es insgesamt werden, oder? Meine ich ganz. Ja, also, das ist ja ein Erstling und einem Erstling verzeihe ich so die Kinderkrankheiten, sage ich jetzt mal. Kinderkrankheiten wie, dass das Ding insgesamt, also für meine Begriffe zu lang ist und dass Szenen drin sind, die ich nicht ausgehörspielt hätte, sondern die ich einfach gekürzt hätte. Eine andere Sache ist, dass es ab und an merkwürdig ist, wie erzählt wird, also aus der Ich-Perspektive des Hans Bergs, weil man als Hörer angesprochen wird, aber auch nicht so konsequent, sage ich jetzt mal, weil es ja dann auch zwischendurch andere Szenen gibt. Das war mir zu, das hat mir zu oft gewechselt, sage ich jetzt mal, und den Fluss so ein bisschen gestört. Dann, das ist aber mein Ding, mit dieser Jugendlichkeit, das wirkt für mich oftmals leider nicht wirklich authentisch. So stelle ich mir das irgendwie nicht vor im Hier und Jetzt, wenn sich so Jugendliche irgendwie unterhalten. Das wirkt so ein bisschen gestelzt ab und an. Ja, aber so insgesamt würde ich schon gerne wissen, wie es weitergeht, weil das durchaus Spaß gemacht hat und spannend ist und das Setting tatsächlich sehr, sehr nett ist, dass alles ganz gut inszeniert ist und ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, ich muss dir eigentlich komplett zustimmen. Bei der Länge bin ich allerdings so ein bisschen hin und her gerissen. Also A, fand ich es auch eigentlich zu lange. Andererseits hat mich dieses Flair von dieser Szenerie in diesem fast leeren Mädcheninternat doch irgendwie so gegriffen. Und von da fand ich es dann nicht so schlimm, dass man mich da so lange aufgehalten hat. Also bin da ein bisschen hin und her gerissen. So Bauch sagt super und Verstand sagt nee, viel zu lang. Zwei Seelen, ach. Ja, genau.
Ja, na, aber das Ja, hat also aber wirklich hat Spaß gemacht. Also ich ja, auf würde jeden sehr Fall. gerne wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Freue ich mich schon. Ja, und da könnt ihr sehr gerne reinhören, wenn ihr so ein Herz für auch generell Ja. Krimi-Fans können da reinhören, aber auch welche, die sich in so eine Atmosphäre gerne suhlen. Das klang Und jetzt ich. merkwürdig. Also die ein Herz für die Atmosphäre haben, weil wie gesagt, das kommt tatsächlich sehr, sehr gut rüber, finde ich auch, ja. Ja, also wenn ihr ein blaues Herz habt dafür, dann. Genau. Genau. Blue Curaçao. Oh, Eis mit Schwein. Einer meiner Lieblingsgags bei der Filmbande. Oh, geil, Eis mit Schwein. Oh Mann. Oh Gott. Gottchen, das ist so lustig. Ja. Als ich das erste Mal gehört habe, da bin ich, glaube ich, vom Stuhl gefallen, mit Tränen in den Augen vor Lachen. Oh Mann. Ja. Ich versuche mal wieder Schwierig, ja. aufs Gleis zu kommen. Wir sind immer noch beim 19. November. Wir sind immer noch im Handel. Da erscheint auch eine neue Folge der Denkmaschine, die Folge 6, die drei Mäntel bei der Winterzeit. Ebenfalls am Freitag die größten Fälle von Scotland Yard. Alter, Folge 50 auch schon. Furcht vor der Wahrheit heißt sie. Auch bei Die Schlüssel der Macht geht es weiter. Die Folge 3 erscheint am 19. November, die drei Tenöre. Das Kommen ist wir. das mit Margot Heinkel, ja. Ja, da kommen wir später auch noch zu im Rückblick. Hast du da schon was gehört? Die eins habe ich gehört, ja. Okay, alles klar, dann muss ich das auch noch nachholen. Das Wie muss ich da du noch rein. willst. Ja. Natürlich. Fühl dich ganz frei. Natürlich. Also hier versuchte Satire und so, da bin ich immer für zu haben. Auch wenn es weh tut. Ich sag nichts. Okay, ich bin gespannt. Ja, dann gibt es ein Hörspiel namens Erebos von Ursula Posnanski bei dem Label Leonine. Wundert mich so ein bisschen. Es sieht so erwachsen aus, wobei, ich glaube, Leo Nein heißt das, oder? Ich weiß es nicht. Es sind ja Das die, die ergibt mehr auch Sinn, ja. diese ganzen Fußball, da Team Campus und wie Ah. das nicht alles heißt. Und machen die nicht auch die Lego City mittlerweile? Ich glaube, du hast recht, Ich ja. glaube, das ist so ein, da haben sich da so mehrere, glaube ich, zusammengeschlossen oder sind aufgekauft worden und das Haben firmiert neu jetzt, also das, firmiert. ja, genau, da ist jetzt unter diesem Dach firmiert sich jetzt mittlerweile einiges und da bin ich mal gespannt, was das ist, ob das so ein All-Ager ist. Also ich kann es so vom Klappentext noch nicht ganz, also es geht zwar um Schüler, aber ja, man weiß es nicht. Aber ich vermute mal eher, dass es so in die Richtung All-Ager geht. Ja, All-Ager, da ist Ja. das Stichwort. Die Ja. Bist Geisterschocker. du bereit? Mit Folge 96. Wieder ein herrliches Cover. Direkt aus der Hölle. Das Phantom von Xanten. Oh je. Um Xanten, Deutschland, das Yep. lässt meine Befürchtung und da steht auch schon der Name Unter Christoph Schwarz. Aaronsen, Christoph Schwarz. Ach, Yeah. herrje. Mal gucken, wie viel Fantasy-Anteil dieses Mal drin ist. Das kann ja ganz schlimm nach hinten losgehen oder nur nach hinten losgehen. Das Cover ist schon so schön 70s. Ist das mit den schwarzen Haaren Christoph Schwarz? Ich habe mir den irgendwie immer wie John Sinclair vorgestellt. Also von hier aus würde ich sagen, gut, ich habe meine Brille nicht auf, aber ich würde sagen, das ist Bata Illitsch. Walter Illitsch. Und der hinten ist dann Christoph Schwarz. Wahrscheinlich, ja. Der mit den schlechten Zähnen. Oder das Blonde vorne. Kann Ja. zwar eine Frau sein, Verrückt. aber man weiß es ja nicht. In den 70ern war ja alles ein bisschen anders. Naja. Komm, springen wir lieber ins Radio. Am 19. November gibt es ein neues Podcast-Hörspiel zum Download und zwar die Folge 14 von Grauen. Der Nachtzug wird dort erscheinen. Also die zweite Staffel ist im Oktober gestartet. Wir werden dazu auch im Rückhör noch was sagen, weil ich habe ganz frisch die Folge 13 gehört, also den Auftakt der zweiten Staffel. Und wie gesagt, die zweite Folge der zweiten Staffel heißt Der Nachtzug ist von, ich weiß es jetzt gar nicht, Wolfram Höll, glaube ich, hat er ihn selbst geschrieben oder Johannes Meyer. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall in der Regie von Marc Ginzler und ich bin sehr gespannt drauf. Ja, dann noch etwas zum Download im Handel. Der Kasperl und der Kornkreis. Beim Label Hörkunst kommt das Ganze heraus. Ja, und die Reihe Kira Kolumna, die auch mittlerweile erschienen ist, geht jetzt im November schon in die dritte Runde. Und zwar das Hörspiel Verpeilte Weihnachten wird am 19. November erscheinen. Dann etwas, wo wir anscheinend den ersten Teil verpasst haben. Nein, haben wir nicht. Den Haben wir gibt's noch nicht? nicht. Das ist ein Das Scherz, wie oder?
Nein. Oder ist das quasi nach dem Film, jetzt kommt der zweite Teil als Hörspiel? Mara und der Feuerbringer, darum geht's, von Tommy Krapweiß. Nee, also der 1 ist angekündigt, ist aber verschoben worden. Also der war, glaube ich, für Ende Oktober angekündigt, ist verschoben worden, aber Teil 2 hat man noch nicht verschoben. Also ich vermute mal, dass Teil 2 auch nicht am 19. November kommt, aber vielleicht kommt ja dann Teil 1 von Mara und der Feuerbringer von Tommy Krapweiß. Mal schauen, aber angekündigt ist er noch. Okay. Kann natürlich auch sein, dass nächste Woche schon Teil 1 kommt. Bei Audible kann es ja immer mal gut passieren, dass man so was Überraschendes vor die Füße gekippt kriegt. Ja. Ich fände es ja schöner, wenn was anderes von ihm kommt. Aber kommt auch. Kommt auch. Ja, ja. Kommt, ist schön. Ja, dann Tick und Fett, folgenreich, Heidewitzka. Folgenreich bringt quasi Marc Brandes komplett Block raus. Ja. Die Hörspielbox 1, Bürgerkrieg und Aufbruch. Die Folgen 1 bis 12 beinhaltet, das ist pures Hörspielgold. Wer das nicht gehört hat, der sollte sich mal dringend da dran setzen, sich das Ding besorgen. Ja. Marc Brandes ist eine der besten Serien aller Zeiten, ohne Punkt und Komma, ohne Wenn und Aber. Ja. Dann gibt es direkt danach die Hörspielbox 2 im Auftrag der Vega, die Folge 13 bis 23 beinhaltet. Und dann noch die dritte Box, Raumnotretter im Einsatz. Ja, da sind die Raumnotretter. Ah, schön. Die Folge 24 bis 32 und dann war der Deckel drauf auf Marc Brandes. Fast. Oder? Ja, fast. Weil genau. Es gibt ja noch die Raumkadettbox. Richtig. Die Serie hat es auch auf 12 Folgen gebracht und auch die werden alle in einer Box erscheinen. Die komplette Hörspielserie, also der komplette Marc Brandes-Kosmos, wird euch am 19. November vor die Füße gekippt. Insgesamt 44 Folgen. Ja, ja, Raumkartett übrigens nicht minder interessant. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Muss ich ganz gut sagen. Ja, und damit noch nicht genug Veröffentlichungen am 19. November, denn es gibt auch einen neuen Van Dusen, die neuen Fälle. Die Folge 28, Professor Van Dusen auf den Spuren der Blutgräfin. Bathory? Bathory. Na, mal gucken. In Gravonien. Na, das wird bestimmt lustig. Jo. Dann Winnetou 2, Teil 3, der alte Scout. Bei Peck, damals erschienen 1979, jetzt wieder hörbar durch All Ears. Ja, und jetzt ist aber auch schon der Deckel drauf auf dem Handel für den 19. November und wir springen ins Radio. Da würde ich jetzt mal wieder das Gesetzbuch aufschlagen, wo drin steht, dass wir nur eine Stunde senden dürfen. Ah, okay. Gut. Dann müssen wir jetzt leider Pause machen und erzählen euch dann gleich, was es am 19. November gibt. Genau, bis gleich. Bis gleich.